herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr denkt jetzt, eine schlechte Shirin David nachmache? Nein, es ist nur eine Inspiration. Also zumindest kenne ich das von Shirin David. Ich weiß nicht, ob ihr die Art von Video kennt oder diese Videoidee. In diesem Video handelt es sich um Dinge, die Nicole nicht sagt. Also Dinge, die ich halt nie sagen würde, ne? Ich glaube, selbsterklärend. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn es gibt noch etwas zu gewinnen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und los geht's! Ich habe richtig viele Freunde. Bildung bekommst du nur in der Schule. Ich liebe ja Kälte. Winter ist meine Lieblingsjahreszeit. Im Jahr richtig schön dick angezogen sein. Sieht immer wieder sexy aufs Neue aus. Ich liebe es ja, wenn mir Leute sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Geil! Boah, wie günstig ist das denn? Meine Videos kommen immer pünktlich. Ordnung muss sein. Wer keine Ordnung hat, kommt bei mir nicht an. Wie siehst du denn aus? Schmink dich mal. Ich bin immer so unzufrieden, wenn ich vom Friseur komme. Schlaf? Der wird überbewertet. Was ist Schlaf überhaupt? Du bist selbstständig? Ah. Wow. Hm? Selbstständig. Die Schule, die hat sich richtig gelohnt. Also ich bin richtig zufrieden mit mir. Ich will nichts an mir ändern. Du bist so hässlich ungeschminkt. Mein italienisches Klima? Liebe ich einfach. Bunte Haare? Boah, wie kann man nur sowas machen? Du, die 20 Cent von der letzten Woche, die will ich aber wieder zurückhaben, gell? Ich meine nur, nicht, dass du es vergisst. Bei Freunden, da kann ich echt immer am besten scheißen. Manieren bei Typen? Nee, muss nicht sein. Du trägst echt Pelz? Hartgeile Nummer, feier ich richtig. Mein Handy, das wird mich niemals ablenken. Ich? Ich brauche wirklich keine Bestätigung. Ich liebe es, beim Autofahren durch Hupen auf meine Fehler aufmerksam gemacht zu werden. Hater-Kommentare nehme ich mir wirklich zu Herzen. Wie gammelig läufst du denn bitte rum? Geh mal Sport machen, du siehst so untrainiert aus. Was eine Make-up-Pratze. Geht's auch natürlich? So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr Bock habt, an der Verlosung teilzunehmen, dann liked gerne einmal das Video und folgt mir, denn die Verlosung ist natürlich für meine Abonnenten, meine Supporter, die auch in der Dezemberzeit jeden Tag für mich da sind. Was ihr gewinnen könnt, sind diese drei Purely-Sachen. Was ihr dafür tun müsst, einmal diese Kette zu gewinnen, sowie diese zwei Armkettchen, ist ganz simpel. Wie gesagt, ihr solltet einmal das Video liken, mir natürlich folgen und einen Kommentar schreiben, wieso genau ihr das hier gewinnen wollt. Ob euch das super gefällt, ob ihr euch das zu Weihnachten gewünscht habt, whatever. Und bitte schreibt nicht dazu, weil ich noch nie was gewonnen habe. Das finde ich so sad, weil ich möchte es wirklich an jemanden verlosen, der Bock darauf hat, der Freude damit hat und der es auf jeden Fall schätzt und ein Abonnent von mir ist. Zu dem Kommentar schreibt ihr einfach ganz unten dann noch euren Instagram-Namen. Ich los das Ganze dann aus und schreibe die Person per Instagram an. Die Verlosung geht eine Woche, also bis zum nächsten Mittwoch. Und am nächsten Mittwoch werde ich dann die Person über Instagram kontaktieren. Ich hoffe, ihr freut euch darüber und dann würde ich sagen, war's das mit dem Video. Und bis dahin, tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen und bis morgen.